Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit BSN 2. Und heute geht es mit den Startmenüdateien hier weiter. Und zwar möchte ich es erstmal so haben, dass ich hier die Benutzer alle rausnehme. Also so. Hier die Liste löschen. Und in den Chaträumen am besten auch Current Users Test rausnehmen und hier Current Users ist schon leer. Okay, so, dann würde ich sagen, erstmal sollte ich sagen, was ich in dem Video vorhabe. Und zwar möchte ich, dass bei der Benutzererstellung diese Dateien hier in dem Benutzerordner erstellt werden. Und beim Anmelden sollen sie in diesen Ordner kopiert werden, wodurch sie das Hauptmenü dann anzeigen kann. Das ist das Einzige, was wir heute machen. Und ja, machen wir halt. So. Erstmal API Network Create User. Hier sage ich, nehme ich einfach mal diese Reihenfolge hier, die ich hier drin habe. Also, Moment, ich muss erstmal... Nein, ich mache es noch anders. Und zwar sage ich hier Graphics, neuer Ordner Main Menu. Hier sage ich dann, das sollte eigentlich ein Ordner werden. Neu Ordner Default. Und hier kopiere ich mir das hinein. So. Und dann sage ich, ganz simpel, hier bei Create User, einmal ein kurzes MD Network Users User ID Settings Main Menu. So, und dann sage ich Copy. So, und dann von API, oder nee. Dieser Ordner heißt Graphics. Graphics Main Menu Default ...... in Network Users, halt dieser Pfad hier. So. Damit, wenn ich mir jetzt einen neuen Benutzer erstelle, Main, anmelden, ach, naja, ich habe ja noch keinen Benutzer. Also registrieren, Test, ABC, Benutzer erstellt. Wenn ich jetzt hier in Network Users Test gehe, sehe ich Settings, Main Menu und hier sind die ganzen Dateien drin. Und wenn ich mich jetzt noch um das Login-Programm kümmern würde, was die Nachrichten dann hier reinkopieren soll, dann wäre das eigentlich schon mal relativ gut. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass dieser Ordner hier nicht existiert. Und ja, also muss ich ihn hier erstmal erstellen. Also, Main Menu. Damit sollte er hier gleich existieren. Und auch, wenn ich das hier nicht drin habe, sollte es den jetzt geben. Genau. Und jetzt, wenn ich mich anmelde,
hier mit API, Network, Login. Dann kann ich mir ja hier die Sachen aus dem User-ID-Ordner in den CBSN2-Ordner kopieren. Also copy network users Moment. Das kann ich nur in dem Fall hier machen. Copy network users User ID Settings Main Menu, das sollte so heißen. Network Users User ID Settings Main Menu die Dateien Sternchen in C BSN 2 und dann Main Menu und ja, dann hier natürlich, also erstmal sollte das jetzt funktionieren, wenn ich mich also anmelde, hier anmelden, Test ABC, dann existieren hier diese Sachen. Allerdings ist da scheinbar noch ein kleines Problem. Und zwar, vielleicht hat es schon der ein oder andere mitbekommen, Test ABC. Wenn ich mich hier anmelde, dann existieren die Dateien hier nicht, weil das hier noch nicht aufgerufen wurde. Heißt, ich muss erstmal hier das Copy machen, bevor ich das hier machen kann. Vermute ich mal. Test ABC. Und damit existieren hier die Dateien und das Startmenü geht trotzdem nicht. Warum geht jetzt das Startmenü auf einmal nicht? Network, nein, Graphics, Main Menu Layout, CBSN2, Main Menu, 1.bat. Ich mache hier bei Main Menu am besten einfach mal Wait, go to Wait, Start, und hier dann if exist 5. Nein, if exist C BSN2 Main Menu 5. Mark Go to Start. Das stellt dann sicher, dass dieses Teil hier, dass es hier nur dann hinkommt, wenn es auch wirklich die entsprechenden Moment. Was soll das hier denn? Warum mache ich dies hier denn nicht eigentlich schon viel früher? Das kann ich dann doch theoretisch einfach schon hier machen. Also,
So sollte es jetzt funktionieren, denke ich mal, hoffe ich mal. Main, anmelden, Test, ABC, erfolgreich eingeloggt. Jetzt existieren die Dateien hier schon wieder nicht. Login, Main Menu, Start, go to Start, darf man fragen, warum das nicht existiert? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe das Programm hier selber geschrieben. Test ABC. Es existiert immer noch nicht. Login. Das hier sollte eigentlich doch gemacht werden. Eigentlich halt wirklich. Main. Anmelden. Test. Ach, was mache ich denn? Ich muss doch hier... Moment. Ich muss eigentlich bei Login nur... Nein, Moment. Jetzt bin ich irgendwie ziemlich durcheinander gerade. Wir haben ja hier API, Network, Login und Create User. So, bei Create User sollte eigentlich hier alles, was in Graphics, Main Menu, Default liegt, in den eigenen Benutzerordner kopiert werden. Network Users, Test, Settings, Main Menu. Und das gleiche sollte hier Network Users, User ID, Settings, Main Menu. Das soll hier reinkopiert werden. Aber das passiert scheinbar irgendwie nicht. Main, anmelden, Test, ABC. Erfolgreich eingeloggt. Liegt es vielleicht jetzt im Endeffekt an, Moment, wo habe ich denn jetzt hier? An dem hier liegt es wahrscheinlich, ne? Okay, dann nehme ich das halt weg und probiere es nochmal. Test ABC, Test ABC. Jetzt existieren hier die Dateien und ich komme ins Hauptmenü. Das ist ja schon mal sehr schön. Und wie man hier weiß, könnten wir das Hauptmenü jetzt theoretisch hier verändern. Und wir können es auch hier im User-Ordner verändern. Und beim nächsten Login wird es dann halt aktiv. So, und dann würde ich sagen, wär's das auch soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.